zwei und drei, ihr lahmen Säcke, du Friemel, und jetzt über die Reifen. Oi, 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 oi. Bouncy und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pancha. Ich begrüße Sie mit Simon. Moinzen. Er kommt nicht hoch. Über die Mauer, du Friemel. Los, mach hin! Ich nehme den Kopf an. Ich muss hier hoch. Kriegszustand, Krieg, Krieg. So, ne? So, moinzen. Nicht schlecht. Ja, du bist fit, ne? Ich bin fit heute, ja. Super Sache. Eins und zwei und drei und vier. Erst ein paar Kniebeugen, noch ein bisschen Auflockerung, dann geht's los. Genau. Schade, nicht im Weizenfeld, im Maiskolben, im Gurkenfeld. So. Genau. Ja, ist alles irgendwo, ne? Weizen kitzelt. Aber so, hätten wir mal noch ein paar Clip. Ne, komm. Wir zeigen erst den Panzer, ne? Boing! Mach erstmal das Radio aus. Ist ja schlimm, das Gedudel. Oh mein Gott. Okay, ja, wie gesagt, ne? Das ist unser Panzer, was sie gebaut haben. Der war schon, schon so oft zu sehen. Haben wir gedacht, komm, wir bauen mal einen eigenen. Auf jeden Fall. Und weil nicht einfach irgendwie so ein Radschützenpanzer dabei rauskommen soll, da haben wir gedacht, wir bauen... Ja, mal irgendwie so einen Kettenpanzer nach. Klar, Ketten in dem Sinn gibt's nicht, aber trotzdem noch die Träger da oben, also die Räder, die Kette dann auch halten sollten, wenn es die jetzt halt geben würde, ne? Genau. Gibt's leider noch nicht. Ja, wird es wahrscheinlich Honig geben, ne? Ja, es gibt ja Blumentöpfe und eine Toilette, also. Ja, das ist ziemlich geil, also. Viel wichtiger. Muss man, ne, halt einfach sagen, was ich schade finde, ist, dass die von Scrap Mechanics so neue Sachen einbauen in einem neuen Update, wie zum Beispiel die Toilette, die dann noch spült, wenn man runtergeht, ist ganz witzig, aber ganz ehrlich, guck doch mal lieber, dass wenn man zu viele Schaltungen hat, dass das Spiel nicht ruckelt. Also erstmal die Performance in den Griff bekommen, dann kann man gerne mal Neues hinzufügen. Das stört mich so ein bisschen. Genau. Ja, wir mussten auch doch ein paar Sachen wieder abbauen, weil man konnte mit dem Ding nicht mehr fahren. Es hat einfach nur noch geruckelt. Man blieb überall klemmen irgendwie und es ging gar nichts mehr. Richtig. Und wir mussten diverse Sachen nochmal vom Panzer entfernen, damit das irgendwie wieder so ein bisschen fehlerfrei läuft. Und jetzt eigentlich soweit, denke ich mal, ganz okay. Also man kann laufen, es ruckelt in dem Moment nicht mehr. Genau, und viele, die denken, wir hätten zu wenig FPS oder unsere Computer- oder Internetleitung ist scheiße. Das liegt am Spiel mit den FPS, dass es ruckelt. Es liegt nicht an uns, ihr seht es ja jetzt in der Aufnahme, es läuft flüssig. Das liegt wirklich nur am Spiel, wenn man zu viele Sachen verkabelt hat, zu viele Controller hat und dann noch irgendwelche Blöcke in Bewegung sind sozusagen. Dann fängt es an, stark zu ruckeln. Genau. Und das finde ich schade, dass die das nicht beheben, bevor sie irgendwie so einen Blumentopf oder weiß ich was einfügen, was eine Matratze. Ja, eine Matratze, was du eigentlich gar nicht... okay, du kannst ein Bett machen, was aus der Wand fährt, mechanisch jetzt, aber... Ja, das konnte ich vorhin auch, es war einfach irgendwie aus Holz halt, ne, und... Genau, Mensch, ja. Es ist halt Deko, aber wenig Performance. Genau, das ich ja, hier geht's ja eigentlich um Schaltungen und nicht um Deko-Sachen, also so einigermaßen, ne. Ja, ein bisschen aber, ist okay, aber es hat die Hälfte ist Deko. Und das, also da hat man bei Minecraft weniger Deko als hier. Ja, etwas. Genau. Nee, wir wollten ja auch nicht irgendwie welche Fahrzeuge bauen, wo einfach nur irgendwas gebaut wird, sondern halt wirklich mit mechanischen Teilen, was halt wirklich dreht und weiß ich, ne, weil um das geht's ja auch ein bisschen. Und dann bauen wir halt meistens doch so viel rein, dass es nicht mehr flüssig läuft, ne. Genau. Aber, genau. Ja, am besten zeigen wir das Ding gerade mal. Also gesehen hat man es, ne? Also normal Rohr vorne, sieht, Drehturm, hat das Teil normal auch. Normal Rohr? Ja, halt das richtige Schießrohr, wie ein Panzer braucht. Einfach mit Stalinorgel oben drauf. Genau. Und ne, man muss sich ja heutzutage ein bisschen wehren können. Auf jeden Fall. So, ja, ich würde sagen... Vor allem in der Wehrmacht. Ha! Wer macht was? Keine Ahnung, also ich würde sagen, du siehst es vorne. Verstehst du? Wer ja, klar. Macht was? Wer macht gut, du hast, was? Du hast den Joke verstanden. Ich habe verstanden, aber ich habe geantwortet, ne? Du siehst es vorne, wer macht was? Gut, ich sitze am dicken Rohr.
Wer sitzt jetzt am längeren Hebel, hä? Ja, also wir zeigen das sonst gerade mal noch von innen, ne? Also wir haben ja die Ladeluke, haben wir ja gesehen, ne? Zwei Sitze für, keine Ahnung, Truppentransport. Truppentransport, irgendwie so. Oder der Kommando und der Navigator und dann der Fahrer und dann der Schütze, irgendwie sowas. Genau, ne? Also hier ist der Fahrer, das ist nachher kurz hier mein Platz, ne? Seim hat hier schon Position bezogen, da vorne ist die Kommandobrücke, ne? Wir sehen die ganzen Schalter und alles, ne? Wir haben auch hier drin Radio. So, am besten dreh mal. Das Wichtigste. Ja, das ist sehr wichtig, Alter. Wer sonst wie, so. Wie, ne? Mache ich jetzt die Luke nochmal zu? Das kannst du nicht, das mache ich dann. Aber dreh mal kurz das Rohr. Oh, sieht, und wie flüssig das heute läuft. Ne? Schön, wie Alter. Sich da der Richtschütze mitdreht. Guckt euch das mal an, wie sexy das ist, ey. Ja, im Gegensatz zu vorhin, ne? Ja, Alter. So, also das schon mal. Ich wie das Rohr so ein Halbsteifen hier. Das schon mal geil. So, jetzt ziehe ich mal hier auf. Ja, guck mal. Guck mal, so ein. So. Na du. Gut, ich mach dann mal die Luke dicht hinten. Ja. Klappe zu, Fresse weg. So. Genau. pack die Stalinorgel mal noch ein. Wir fahren jetzt eine Runde. Ja. So. Der erste Knopf, den ich berührt habe, war der richtige. Jackpot! So, gut, alles eingepackt. Ne? Das war gleichzeitig so, Alter. Oh. Hey, Alter! Hoppla, warte, ich fahr mal hier über das Testgelände. Wir der Kommandant von unserer Kompanie, von der Panzerbrigade, Freude haben, wenn wir hier. Ja, immer mal gucken, wie. Am Schluss bleibt er hängen, ich sehe es kommen. Ja, sieht so also aus. Also in Real Life würde hier ein Panzer locker drüber, der würde... Ja, der würde alles plattwalzen. Ich wollte mal gucken, wie geländetauglich jetzt das die Ding wanzen, auch ist. Wie wanzen, Alter. Ne, nicht plattwanzen. Plattwalzen wie wanzen. Ach so, nicht plattwanzen. Plattwanzen, ja. Ach komm, jetzt hat er so viele Motoren, komm nicht rüber. Komm, gib ein bisschen Gummi hier. Ah, ah, ah. Jawoll, oh. Guck, er schwebt. Ja, ich glaub, der ist... Ah! Was denn? Bei der Klettermauer hat er sich abgestürzt, deswegen schwebt er. Ach ja, so, ich glaub, musst du aufbocken und wegnehmen. Er hat sich festgefahren. Das ist ein Panzer, würde da locker über die Mauer drüber. Ah, komm schon! Ja, komm, mach weg. Schieß mal eine Rakete weg. Nee, ja, dann halt eben nicht. Schade. Wäre jetzt geil gewesen, so ein bisschen drüber hoppeln. Hoppel die Hoppel. Ich bin ein Hoppelhase. Ja, guck, er hat sich da verhakt, da, ja genau. Ja, ja ist auch klar, ne? So ein Panzer. Boah, ist sobald ja auch... du draußen bist, kippt er, Alter, bist du eine schwere Sau hinten. Jo, ich habe letzte paar Tage ein bisschen zugenommen, ne? Ja. Okay, warte, ich pack das Ding mal weg. Schade, dass man das nicht von deinem Gehirn behaupten kann. So. Du, jetzt pass aber bloß auf, du. Ich hol gleich aus, du! So, Luke nochmal auf. Rein damit. Hin und wieder genau, zu. Von hinten rein ins Loch. Ja. Da kann man den Ausgang wieder schließen. So. So. Gut, ja. Also fahren geht eigentlich sonst ziemlich gut, ne? Auf jeden Fall. Also Lenkung hat das Ding ja keine, ne? Also wenn rechts antreibt, nur rechts, dann fährt das Ding auch. Genau, dann fährt er nach, nee, links. Wenn nur rechts... ja, logisch. Wenn rechts antreibt, fährt das Ding nach links. Richtig. Und wenn links antreibt, fährt er nach rechts. Du solltest es besser wissen als ich. Was nochmal? Du hast das gebaut, du solltest es besser wissen als ich. Ja, kommt auf die Verkabelung drauf an, ne? Ja. Bist du am Drehen? Nee. Vorher hat ja der Turm sich gedreht, ne? Das bin ich jetzt vor, war es nicht ich. Dann war es von der Geschwindigkeit. Ja, der Turm ist ja auch ziemlich schwer. Okay, worüber sollen wir düsen? Na, am Schluss hängt der Teil wieder fest, ne? Ja. Ach. Alter, der bambelt vorne wie so ein Schniedelwurz im halbschlaffen Zustand, ey. Ja, dann bau das Ding wieder gerade. Ja, Moment. Oh, eingeklemmt. Oh, so, jetzt geht's wieder.
So, ich habe schon gedrückt, es dauert ein bisschen. Jetzt. Zacken. Auf jeden Fall. Also finde es eigentlich ansonsten, ne? Also ein geiler Panzer eigentlich. Also. Er sieht sehr stylisch aus. Sehr stylisch. Hinten mit der Stalin-Orgel kann ich dann auch noch mal kurz präsentieren für euch. Komm, wir schießen gleich hier los, oder? Sollen wir mal was abfeuern? Ja, komm, wir feuern mal was ab, dann kommt hier noch so ein bisschen. Okay. Ja, warte, aber Bisschen Action mit nicht rein. direkt auf den Baum, ne? Natürlich nicht. Fallen Orgel bereit zum Abfeuern. Wäre schon geil, wenn das jetzt richtig funktionieren würde, ne? Das wäre richtig episch. So, Ladeschütze ist bereit. Komm ich hier raus oder nicht, Alte? Natürlich komme ich. So. Warte mal kurz. Oh, hoppla. So. Was versuchst du jetzt noch? Nee, 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 nee. So, pass auf, ich muss ja jetzt erstmal einen Thruster reinnehmen. Ja, warte, ich gehe mal auf die linke Seite, dass du da. Ja. Ich mache da erstmal noch kurz die Luke auf. Ich Genau. weiß nämlich noch, welche Knopf das war. Wir haben nämlich das schon mal probiert aufzunehmen, aber es hat so sehr geruckelt. Genau, darum haben wir das Projekt eigentlich so gut wie eingestampft. Aber wir konnten es nicht lassen, weil der Panzer war einfach Ah, von irgendwie wo willst du doch zu gucken? geil. Wieder von da? Muss ich da so ein bisschen. Genau, da ist jetzt eigentlich hier so eine Drehscheibe, da kommt ein Block hin, Warte, da warte, kommt warte. wieder. Hast du schon Block hingemacht? Mach noch mal weg. Genau, hier sieht Warte, muss man's. mal, warte, ich komme noch, ich muss noch mal nach vorne. Ich sehe noch nichts, ich sehe noch nichts. Erst ab hier würde ich was sehen. Geht's bei dir noch? Bei mir geht's noch, Okay, ja. dann pack Sag hin. mal, geht's noch? Sag mal, geht's noch hier? Ah. Also, auf die Scheibe. Warte mal, auf die Scheibe, nicht an den Block dahinter. Genau. Dann eine Scheibe wieder. Dann ein Block. Hey, Alter, mein Block, meine Straße, mein Panzer, Alter. So, dann eine Düse. Und dann kann man das Ganze wieder hochklappen. In der Hochklappen. Zeit verbinde ich mal den Thruster mit Warte, guck dem mal auch Schalter gleich. Nummer 4. Der geht nicht. Muss ich denn das verbinden? Doch, den Thruster mit Nummer 4, ja? Direkt auf den Knopf. Ja, genau. Ja, ist gemacht. Genau, super, hat man gesehen, hat er verbunden. So, dann das Wichtige. So. Warte, 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 du musst den Block noch wegmachen. Ah! Logisch. Warte, das Wichtige. Und? Machst du den weg? Warte, nee, 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 mach ruhig, aber ich muss das sehen. Von hier Ach aus. so, du hast gerade noch die Linie drin, damit das noch verbunden ist, ne? Ich komme hier aber auch nicht. Alter. Genau, warte, ja, man kann es von hier aus sehen, ja. Vier, noch verbunden. Block weg, immer noch verbunden. Obwohl da Genau. jetzt ein Block fehlt. Genau, und das ist ja das Geile daran. Bei Scrap muss ja immer alles verbunden sein, damit man es mit dem Teil verbinden kann. Mit dem, keine Ahnung, was das Ding da bedeuten soll. Ja, wo man halt die Linien sieht. Damit man das kann, muss alles Genau. aneinander kleben, eigentlich, was man verbinden möchte. Man kann jetzt nicht einen Block an einer anderen Map auf der anderen Seite der Map hinstellen, dann hier ein und das verbinden. Das geht nicht. Es muss verbunden sein mit Blöcken, die man selber setzt. Und das Geile ist hier, man kann durch dieses Ding jetzt mit Scheibe, Block, ein Block weg, den ersten, den man gesetzt hat, dann ist das immer noch verbunden. Ich kann jetzt, wenn ich die Rakete Oh, mach mal. abgeschossen habe, Ja, warte, mach mal die Stalin-Augen noch zu. Ich muss wenn ich kurz. den Block dann abgeschossen habe, dann kann ich in der Luft die Rakete wieder anhalten und sie kommt wieder runter. Und dann kann ich sie wieder starten. Und das alles vom Panzer aus. Genau, das ist natürlich richtig geil. So, wir sind bereit zum Abschuss. War da irgendwie ist komisch, gerade die Ladeluke klemmt hinten. Lol. Ja, sehe ich Was gerade. ist es? Ja, ich. Dong, 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 dong. Ich muss nämlich da jetzt irgendwie rauskommen. Oder geh mal kurz vom Sitz weg. Kann ich da kurz hin? Ja, musst du dich rauszwängen. Ja, rausbacken jetzt, ne? Mal dann. Genau. Wenn es ein Scrap mal nicht geht, hat man ja immer noch den Scheiß Hammer. Mach die Luke auf! Bei mir ist die offen. Nö, bei mir nicht. Lol, du stehst bei mir in der Luft.
Weißt du, das meine ich mit dem Spiel. Performance überhaupt nicht im Griff, aber Toilettenpapier, ja, gibt's. Gibt's ja, ne? Seltsam. Ja, wir gucken das, machen wir das kurz mal so. Der erste Schuss mal von außerhalb. Machen wir die Luke nochmal zu. Gucken wir das mal so an. Okay, kannst du mal abfeuern? Das war die 4, ne? Ja, genau. Okay. Bei mir ist sie raus. Nee, ist noch drin bei mir. Oh. Hä? Jetzt! Oh, jetzt ist sie raus. Puh, pass auf, ich drück mal 4. Kein Schub mehr? Oh, what the fuck, wo fliegt die hin? Wo ist sie gelandet? Keine Ahnung, warte, ich mach mal kurz. Mach nochmal 4. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Zack. Oh, scheiße, jetzt. Wo bin ich denn nun? Ich geh mal kurz raus. Okay, nee, die Linie ist weg. Da habe ich keine Kontrolle mehr darüber. Nee, warte, warte, nee, sie ist noch da. Sie ist noch da? Sie ist noch da. Nee. Ah, sie ist da, sie geht da nach hinten. Bewegt sie sich? Sie bewegt sich, ja. Gut, ich höre mal auf, ich mach mal Thruster aus. Dann sollte gleich mal die Linie still sein. Beziehungsweise jetzt sich nicht mehr bewegen. Bewegt sie sich nicht mehr, nein. Gut, ich mach wieder an. Sie bewegt sich wieder. Oh, sie geht hoch. Okay. Echt? Sie geht hoch, sie geht hoch, sie geht hoch. Mach aus. Aus. Okay, sie kommt wieder runter. Ja, komm mal runter. Wo ist halt, komm mal runter, Alter. Alter. Oh, ist noch zu weit weg. Mach nochmal einen. Ja, Alter, komm mal runter, ja? Alter, Opa oder was? Hast du was gegen Opas? Nein, hab ich nicht. Oh, es ist immer noch zu weit hinten. Ja, mach nochmal aus. Ich glaube, die kommen nicht mehr zurück. Ich denke auch nicht. Aber wir können hier nochmal eine abfeuern, dann kannst du das von außen betrachten. Genau. So. Und ich denke mal, dann. Wir zeigen übrigens ja mal noch irgendwie jetzt die Verkabelung, ne? Also. Ach so, ja, komm. Ein Schuss hat ja gereicht. Man hat es jetzt gesehen, wie das funktioniert, ne? Also, wir sind in der Lage, Raketen abzufeuern, auch wenn sich der Turm dreht. Genau. Ja, du kannst schon nochmal eine abfeuern, dann sehe ich das noch kurz von außen. Soll ich? Dann lade ich mal in der Zeit. Genau. So. Also, man sieht, ich habe die ganzen Schalter, haben wir hier vorne. Da beim Control Center hier. Wir haben die ganzen Räder. Ich komme nicht raus. Ich spacke. Du kommst nicht raus. Mach mal kurz einen Sitz. Ja, ja, ich setz mal einen Sitz. Okay, okay. Erzähl weiter. Wollte nicht unterbrechen. Ist natürlich ein Allradantrieb, ne? Also, das sind alle Räder in Betrieb. Auch die, die vorne hoch zeigen oder die hinteren. Falls man irgendwo halt eben so ein Berg ansteht. Dann haben wir hinten jeweils 3 Benzinmotoren. Man sieht die hier. 3 rechts. Und 3 links, schön in die Wand eingebaut. Auf volle Leistung. Natürlich. Der vierte Punkt war noch ein Elektromotor. Der war noch für was anderes gut, was jetzt eben abgebaut wurde, wegen dem ganzen Lecken vorhin. Genau, wir hatten nämlich noch eine Radar. Genau, eine Satellitenschüssel, die sich drehte. Genau, hatten wir auch noch halt für die Stalin-Orgel. Aber. Ja, irgendwie war das dann doch zu viel für den Panzer, weil, keine Ahnung, irgendwie war es zwar nicht so viel wie beim Bagger, aber anscheinend doch zu viel. Okay, du hast geladen? Ich habe geladen, ich mache jetzt nur noch kurz den Block wieder weg und dann bin ich bereit für den zweiten Schiss, Schuss. Bitte was? So, pass auf. Ich bin bereit für den zweiten Schuss. Okay, warte, ich gehe ein bisschen nach vorne. So, jetzt schieße ich auf dich. Okay, ja, ja, komm. Du bereit? Ja. Feuer! Ui, Alter! Wo ist die hin? Gleich wieder abgeschaltet. Okay, dann liegt sie jetzt da drüben. Man sieht die lila Linie hier.
Die ist aber doch noch weit gekommen. Okay. Soll ich nochmal einschalten? Hast du sie im Blick? Nur sie müsste da gleich hinterm Hügel liegen. Oder vielleicht sogar noch. Ja, genau. Und Und wieder wieder hoch. ausschalten. Wie geil. Wie man sieht, wirklich ganz geil. Alles noch verbunden auf die Und ganze wieder ein. Distanz hier. Einfach so halt mit der Linie, wie es auch aussieht, wie so eine Lenkrakete. Auf jeden Fall. Und man kann sie noch steuern, obwohl nichts verbunden ist miteinander, außer natürlich die Linie. Also Okay, man echt kann sie geiler nicht Trick. lenken an dem Sinn, wohin sie jetzt hinfliegen soll. Genau. Das wäre natürlich noch zu geil gewesen, so richtig eine Lenkrakete. Und ich hoffe, der Trick hilft euch auch bei einem Panzer bauen. Also, er funktioniert wirklich gut und ist ziemlich geil. Kann man auch für andere Sachen benutzen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ein Haus baut und man möchte bei einem anderen Haus weit, weit weg irgendwas steuern, dann kann man das so auch machen. Also, ziemlich geile Sache hier. Genau. Also es ist. Wir haben es jetzt noch nicht getestet, von wegen, wie es nach Ein- und Auslocken ist, ob die auch wirklich bleibt oder ob die danach Genau. halt weg ist. Also wie gesagt, für kurz irgendwas fernsteuern, okay, aber sonst, ich weiß nicht, ob das wirklich bleibt. Also muss nicht sein. Genau. Könnte aber. So. Warst gerade auf dem Klo? Das hat man's gehört. Ja, auch Soldaten Was? müssen mal scheißen. Oh. Können nicht Du immer weißt, nur der Kommandant schießen. ist gegen den freien Geländeschiss. Ja. Vor allem, wenn sie so ein Pülfelchen mit einem Testschiss nicht verträgt, ne? Wenn man Ja, Toiletten dann geht baut. alles hoch, So. ne? So. Ehrlich. Ja, ich würde sagen, dass. War's Ott, zum Sehen ott, vom ott, Panzer? ott, ott, ott. Ne? Ott. Okay, fahren wir zurück zum Testgelände. Kannst du mal Auf jeden fahren? Fall. Ich kann nicht fahren. Ist doch egal, probier's mal. Ich gehe vorne hin. Ja, schön, ne? Mal ein bisschen, oh, wieder gerade, so. Jo. So. Dann fahren wir das Ding nochmal aus, ne? Einfach so zum Spaß, weil wir es können. Nee, mach die Luke dicht. Es geht nicht alles. So, ja, ich würde sagen, ne, das war der Panzer von Bounty. Ich hoffe, er hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen inspirieren, was ihr als nächstes bauen könnt oder wie man was baut. Genau. Ja. Gut, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.